Ich würde jetzt gerne nochmal in dieses eine, in dieses Büro, wo ich eben mal nur kurz drin war, reingucken. Du hörst gedämpfte Stimmen aus Yvettes Büro kommen. Oh, nee, warte, das ist natürlich interessanter. Wen hat sie jetzt zwischen? Nun ja, wir kennen uns ja nun schon für eine lange Zeit und ich bin noch nicht so weit, mich zu verheiraten, aber ich bin mir einer Sache ganz sicher. Ich liebe sie. Oh. Oh, mein großer Detektiv, dieses Gefühl, ich fühle es auch. Aber eins will ich nur klar machen. Wenn ich herausfinden sollte, dass mich jemand betrügt, dann bringe ich die Person um. Was? Warte mal. Wie soll ich das jetzt verstehen? Wenn ihn jemand betrügt, warum sollte ihn jemand betrügen? Er ist doch der Detektiv. Dann bringe ich die Person um. Er will also jemanden ermorden und nicht hinter Gitter bringen, obwohl er Polizist ist. Das ist seltsam. Was? Ach, Sie machen nur eine kleine Witz, nicht wahr? Ihr Humor ist einfach magnifik. Ich weiß nicht, ob der Witze macht. Ich war schon einmal verheiratet und das funktionierte nicht. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich jemanden habe vertrauen können. Das ist sehr romantisch, mein Lieber. Ich habe niemanden je kennengelernt wie Sie. So gut und so lieb. Ja, ich versuche es. Es ist nicht einfach, ein Polizist in dieser Stadt zu sein. Zu viele Kriminelle, sogar auf dem Amt. Oh no, das ist ja furchtbar. Ja, es ist eine schlimme Sache, wenn ein Bulle zum Kriminellen wird. Ich habe das selbst gesehen. Wir versuchen hier für Jahre, die Kriminellen zu bekämpfen, aber man sieht die Kriminellen nur reicher werden, weil wir täglich unser Leben gefährden für ein paar Märker. Wenn ein Bulle zum ersten Mal Schmiergelder nimmt, stört ihn das noch. Aber später macht ihm das nichts mehr aus. Naja, klar, hat ja auch ein bisschen was mit Gewohnheit zu tun, ne? Ach, Sie sind solch ein starker Mann, Rein. Sie würden nie Schmiergelder entgegennehmen, nicht wahr? Natürlich nicht. Wie können Sie sowas auch nur denken, Yvette? Entschuldigung, mein Lieber. Ich hätte das besser wissen sollen. Sie müssen mir das nun doch zeigen, wie leid es Ihnen tut. Küss mich. Okay, also, wenn er jetzt nicht stirbt. Also, oder ist der mit der Yvette unter einer Decke, dass die beiden die Leute umbringen? Das würde eigentlich mehr Sinn machen, wegen dem Köpfen und so, ne? Weil Yvette ist ja jetzt nicht so kraftvoll und. Natürlich, mein Lieber, wie kann ich widerstehen? Na gut. Also die Delacroix und der O'Reilly. Ja gut, es kann natürlich jetzt sein, dass die Delacroix sich nur an den O'Reilly jetzt gerade ranhaut, weil sie Angst hat, ne? Weil sie einfach nur nicht verdächtig wirken möchte oder wie auch immer. Also zum Selbstschutz. Das muss Olympia Miklos Büro sein. Wer sonst, ne? Auch mit der Schlange und so. Ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir hier noch sterben. Ich frag mich, wo die ist. Die haben wir ja jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen, nicht? Diese riesige Eidechse zeigt ein nicht gerade zivilisiertes Benehmen. Na gut, das kennen wir. Die hatte doch ein Frettchen. Wo ist denn das? Eine Gegensprechanlage. Ach so, nee. Was haben wir hier? Das ist eine Ratte im Begriff zu springen. Allerdings kann sie das nicht, da sie ja ausgestopft ist. Sypembert, früher ein erfolgreicher Flachspflanzer aus Nebraska, entfernte sich offensichtlich vor vielen Jahren aus einer Museumsführung. Seine Überbleibsel wurden später in einem selten gebrauchten Schrank gefunden. Da er keine bekannten Verwandten hatte, beschloss der Präsident, dass man ihn hier im Museum als Angestellten behalten würde. Klar. Wer es glaubt.
Die Käfige sind jetzt leer. Du kannst nur vermuten, was sie einst enthielten. Was ist das für eine Flasche? Und dieser komische Schädel oder was das ist? Auf der Flasche steht Professor Abdul Mahmuds garantiertes Schlangenöl. Was? Damit die Schlange besser flutscht oder wie? Das Schlangenöl riecht schlecht. Okay, na gut, dann... Oh. Ach, die Myklos. Ey, die hat das Schlangenöl weggenommen. Guten Abend, Lisbo. Oh, sie haben mich erschreckt. Gut, das bringt das Blut zum Fließen, nicht wahr? Nun, ich vermute schon. Ich sehe, dass Sie mein Schlangenöl betrachtet haben. Nun, ich habe mich nur etwas umgeschaut. Ich weiß, dass Sie nichts Böses im Sinn hatten. Wozu dient dieses Schlangenöl überhaupt? Es ist ja schon mal gut, dass sie noch lebt, ne? Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das Delacroix sie umgebracht hat, also die Yvette, weil sie so geschrien hatte. Es vertreibt Schlangen natürlich. Es ist sehr nützlich, wenn ich im Keller arbeite. Vor einigen Wochen habe ich hier unten einige ägyptische Kobras verloren und manchmal kommt mir eine dieser kleinen Lieblinge in die Quere. Diese Schlangen wollen mich immer beißen, aber ich bin sicher, dass sie es nicht böse meinen. Das ist einfach ihre Art. Sie werden sehr schnell nervös, wissen Sie? Normalerweise liebe ich es, ihnen beim Töten zuzuschauen. Mein Barney würde alles töten, in das er seine Zähne drücken könnte. Bezaubernd. Nun, ich würde gerne noch etwas weiter plaudern, aber ich muss los und diesen jungen Kerl Steve treffen. Er versprach mir, seinen Namen zu zeigen, das später. Steve Dorian? Okay, na gut. Der Schädel eines schon lange ausgestorbenen Rhesusaffen, der in akademischen Kreisen eine große Kontroverse hervorgerufen hat, ob er nun außerirdisch oder ein Produkt der Primatenentwicklung sei. Der Schlange kommen wir wohl besser nicht so nah, oder? Dr. Myklos besitzt viele gelehrte Bücher. Du siehst Titel wie Bekannte Knochenmissbildungen bei Schakalen, Parkers kommentierte Enzyklopädie des Verfalls. Kennen Sie Ihre Knochenbrüche? Mumifizierungstechniken, Zahnidentifizierung für Fortgeschrittene und Zersetzung von A bis Z. Ein wunderschöner Ausblick über den nächtlichen Himmel von New York City. Luxuriöse Samtvorhänge zieren die Fenster. Sie sehen so aus, als könnten sie das Licht wirklich abhalten. Ah, allerdings. Ich habe ein bisschen Angst vor der Schlange. Das ist eine Ratte im Begriff. Also, das kennen wir schon. Oh ja, die sieht böse aus. Das ist Barney, Olympias gezähmte Kobra. Ob die so gezähmt ist? Du findest, dass es wahrscheinlich doch keine gute Idee wäre. Knochen? Nein. Lassen wir sie erstmal. Ich will nicht gebissen werden. Das ist Dr. Myklos Doktortitel der Paläontologie der Universität von Thessaloniki, Griechenland. Das ist das Büro von Dr. Olympian Myklos. Das ist Dr. Myklos doppeltes Lizenziat in Paläontologie und Anthropologie der Universität von Thessaloniki, Griechenland. Das ist Dr. Myklos Doktortitel in Anthropologie der Universität von Thessaloniki, Griechenland. Da hängen Beine. Ausgewählte Skelettbeine hängen würdevoll von der Decke. In diesem Schaukasten befindet sich eine Sammlung von seltenen Küchenschaben. Das scheint was Interessantes zu sein. Oh ja. Gott. Können wir das irgendwie übersetzen oder so? Hm.
Das Tuch scheint etwas zu bedecken. Na, hoffentlich keine Schlange. Was ist das? Das ist die Hälfte des berühmten Steins von Rosetta. Ah, das ist das, was fehlte, ne? Ja, sehr gut. Damit haben wir jetzt das komplette Alphabet zusammen. Ne? Obwohl das ein interessanter... Ja, okay. Nee, aber ich würde das jetzt gerne übersetzen irgendwie. Also haben wir das jetzt notiert hier? Jo, Hammer. Sehr schön. Benutze? Vielleicht? Berühre die Wandtafel nicht, du könntest die Hieroglyphen verschmieren. Fragen sind eine Bürde für andere, Antworten sind eine Bürde für dich selbst. Mit anderen Worten, du bekommst keine Antwort. Ja, ich würde das jetzt aber gerne irgendwie mal übersetzen. Hä? Was ist... Achso, hä? Auf der Wandtafel wurden vorsichtig viele Hieroglyphen aufgezeichnet. Ja, darf ich nicht die nicht übersetzen? Oder muss ich das jetzt hier auf Papier machen, oder wie? So, also, ich habe jetzt mal mit Hilfe des Alphabets den ganzen Text hier übersetzt, also alles, ne? War ein bisschen Arbeit, hat ein bisschen gedauert, aber es ist jetzt auch nicht so das tolle Ergebnis bei rausgekommen. Aber ich lese euch das mal vor. Also hier auf der Seite steht, ich bete zu den Herren der Ewigkeit. Ra, stark ist das Segel im Winde, wenn du über den See des Feuers der Unterwelt segelst. Siehe die Mutter, wie sie Götter erschafft. Und jetzt auf der anderen Seite, also hier steht, in der Stille des Liebes, schneller als Hunde und schneller als Licht, lass mich nicht verbrennen, nicht vergehen, wenn meine Mumie hier hingestreckt im Grabe ist. Ja, und das war der Text. Ich hatte eigentlich auch gehofft, dass wir da ein bisschen was mehr erfahren, aber naja. Dann schauen wir uns doch noch mal ein bisschen weiter um, würde ich sagen. Oh, die Myklos. Wo will die denn hin? Hämmer der doch mal hinterher. Hä? Dieses Geräusch. Na lauf, Laura, los. Gib Gas. Schwing die Hacken. Ja, die Myklos ist weg. Und ich sehe hier einen Rand. Guck mal, wenn man genau guckt. Hier. Da. Da. Warte, ich mach's mal mit der Hand. Hier, da und hier. Auf was könnte das wohl hinweisen? Schweres Steinmauerwerk. Jeder Stein muss mehrere hundert Pfund wiegen. Naja dann. Kein Spur von der Myklos. Das ist doch seltsam. Da scheint es wohl Geheimgänge im Museum zu geben. So, so. Naja, wer hätte das gedacht? Naja, ich hatte ja bis jetzt die Yvette unter Verdacht, ne? Aber dadurch, dass die Myklos ja noch lebt, wie ich ja schon mal meinte, hat die Delacroix sie ja doch nicht umgebracht. Also, Aber wenn sie es nicht ist, also wenn es Yvette nicht ist, weil ich denke nicht, dass Yvette den Sigi geköpft hat. Das passt auch irgendwie nicht so ganz zu ihr. Sie ist, also sie erinnert mich vom Charakter her sehr stark an Lulu aus dem ersten Teil, die Haushälterin. Sie macht zwar irgendwie mit jedem rum, aber naja, das heißt ja nicht, dass sie unbedingt böse ist oder ne, rummordet oder sowas.
Da stellt sich dann natürlich die Frage, wer ist es sonst? Wer könnte es sonst sein? Ich habe noch 3 Personen auf dem 2. Platz, weil bis jetzt war ja Yvette auf dem 1. Platz der Verdächtigen. Und ja, das ist zum einen der Najir, ne? Weil das war im Gespräch mit, ich glaube, der Myklos. Die hatte ihm ja irgendwie gesagt, dass sie ihm einen geheimen Raum für seine Zeremonien und so weiter zur Verfügung gestellt hat und er soll sich jetzt nicht so anstellen und bliblablub. Also, das ist schon ein bisschen verdächtig. Deswegen ist er bei mir auf Platz 2. Auch, er ist halt Ägypter, er hat halt ein Interesse daran, den Dolch zurückzuholen. So, dann habe ich noch auf Platz 2 den Carrington, also Archibald Carrington den 3., weil wir ja rausgefunden haben, dass Archibald nicht Archibald ist, wie ja Pippin gesagt hatte, also der Archäologe. Der hatte ja gesagt, er hätte den früher schon mal getroffen, jetzt hat er ihn wieder getroffen und er hätte sich total verändert und nicht mehr an ihn erinnert. Und das passt ja dann zu der Sache am Anfang, die wir gesehen haben mit dieser Leiche, die ja, also von dem Typen, der da umgebracht und in den Koffer gesteckt wurde. Das kann ja sein, dass das der Archibald war und jemand da seinen Platz eingenommen hat. Das finde ich sehr, das ist sehr, also das könnte sehr gut sein, ne? Das ist eine gute Schlussfolgerung, finde ich eigentlich, weil Archibald nicht Archibald ist. Und dann hätte ich noch den O'Reilly, ganz neu auf Platz 2, den Detective, wegen der Sache, also wegen dem Gespräch mit der Delacroix hier in dem Zimmer, ne, wo er meinte, dass er würde jeden umbringen, der ihn hintergeht und so weiter und so fort. Das passt nicht zu ihm, weil er eigentlich Polizist ist. Normalerweise müsste er sowas sagen wie, ja, ich bringe ihn hinter Gitter und schließe ihn ein Leben lang weg. Naja, gut. Von wem ich überhaupt nicht ausgehe, dass er der Mörder oder die Mörderin ist, ist die Toilettengräfin. Weil sie ist eine alte Dame und sie wird mit Sicherheit nicht Sigi den Kopf abgeschlagen haben. Naja. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen mehr weiter untersuchen. Wir brauchen mehr Infos. Wie perfekt er poliert ist. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange es dauert, um eine solche Schönheit zu schaffen. Ja. Bei genauer Betrachtung entdeckst du auf dem sonst makellosen Hals eine Naht. Ja.